stelle jetzt das Kapitel 6 vor zur Situation der mehrsprachigen Schülerinnen in der österreichischen Schule, das ich zusammen mit dem Kollegen Philipp Schnell, der an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, auch ein Migrationsforscher, arbeitet, geschrieben habe. Die Struktur des Vortrags zuerst über den familiären Sprachgebrauch, dann das sprachwissenschaftliche Verständnis zur Mehrsprachigkeit, zu politischen Rahmenbedingungen, Verteilung auf Räume und Schultypen der mehrsprachigen Schülerinnen, dem internationalen Vergleich und den Einflussfaktoren. Zum Schluss dann noch eine Folie zu Handlungsoptionen. Sie sehen hier für die vierte, Sie werden gleich für die vierte Schulstufe die Schülerinnen sehen, dargestellt nach Migrationshintergrund und Alltagssprache. Wir haben derzeit rund 200.000 Schülerinnen insgesamt im Schulsystem, die zu Hause eine andere Sprache auch als Deutsch sprechen. Es sind wenige, die ausschließlich eine andere Sprache sprechen. Wenn wir jetzt in der vierten Schulstufe schauen, so sind das 25%, die eben auch eine andere Sprache sprechen, 3% von den insgesamt 100% der vierte Klasse Volksschülerinnen sprechen zu Hause nur eine andere Sprache. Wenn wir dann vergleichen, wie sich im familiären Sprachgebrauch, also was zu Hause gesprochen wird, wie sich erste und zweite Generation unterscheiden, dann sehen Sie, dass in der zweiten Generation häufiger Deutsch und eine andere Sprache gesprochen wird, also zu 72% als in der ersten Generation. Da haben wir einerseits einen größeren Anteil, nämlich 22%, die nur Deutsch sprechen, und da sind eben auch Familien dabei, die erst seit kurzem in Österreich sind, die aus Fluchtgründen nach Österreich gekommen sind und eben verschiedene Umstände dahinter liegen. Und andererseits haben wir in der ersten Generation auch eine größere Gruppe, die nur Deutsch sprechen. Das hängt damit zusammen, dass eben der Anteil der Familien, die aus Deutschland nach Österreich kommen, eben angewachsen ist. Die traditionellen Gruppen in Österreich sind eben noch immer zu 50% der mehrsprachigen Kinder, die aus den Anwerbeländern, also wo eben Österreich mit den jeweiligen Staaten, mit der Türkei 1964 und mit Jugoslawien 1966 ein Anwerbeabkommen geschlossen hat, und das ist eben bis heute wirksam. Sie sehen in den unteren Balken, wenn wir uns Familien anschauen, die aus Ex-Jugoslawien kommen, so sprechen sie zu 73% zu Hause Deutsch und eine andere Sprache. Ganz ähnlich die Familien, die aus der Türkei kommen, wo das 76% sind. In beiden Gruppen sprechen 11% der Familien nur Deutsch zu Hause und nur Bosnisch, Kroatisch, Serbisch oder Türkisch sprechen 13% und 16%. Sie sehen also, das familiäre Sprachverhalten ist sehr ähnlich in den beiden Anwerbegruppen. Die Familien, die aus dem EU-Raum kommen, und da ist Deutschland inkludiert, haben natürlich da ein anderes Muster. Also da haben wir 35%, die nur Deutsch sprechen, das ist klar. Wenn wir aber außerhalb der EU schauen, sei es jetzt Afrika, Asien, Amerika und so weiter, dann sehen wir wieder einen 11%igen Anteil an Familien, die nur Deutsch sprechen, so wie bei den Familien aus dem ehemaligen Jugoslawien und der Türkei, 67%, die eben zu Hause Deutsch und eine andere Sprache verwenden, und 22%, die nur eine andere Sprache verwenden. Wenn man wissen will, wie sich die Sprachgruppen auf die Bundesländer verteilen, so sind wieder die beiden großen Gruppen von besonderem Interesse, und da sehen wir sehr große Unterschiede. Also schauen wir darauf, wie hoch ist der Anteil unter den Volksschülerinnen, die Türkisch zu Hause sprechen. Da ist Vorarlberg Spitzenreiter mit 17%, so Vorarlberg Textilindustrie, die haben eben hauptsächlich türkische Arbeiterinnen und Arbeiter angeworben für diese damals noch nicht hochtechnisierte Industrie, und das spiegelt sich eben in solchen Statistiken wieder. Auf der anderen Seite haben wir... Ja? Bitte.
haben wir Bundesländer, wo es einen sehr geringen Anteil an türkischsprachigen Schülerinnen gibt, wie in der Steiermark, Kärnten, Burgenland, da ist es unter 1%. Wir haben aber natürlich die andere große Gruppe, die bosnisch-kroatisch-serbisch spricht, mit 15% in Wien, in Oberösterreich 7% und Salzburg 10%. Also das sind da die Bundesländer mit den höheren Anteilen. Und dann haben wir natürlich immer auch eine Gruppe, die über 100 verschiedene Sprachen spricht. Also wir haben im Schulsystem weit über 100 unterschiedliche Sprachen. Darunter sind häufige Sprachen aus Osteuropa, natürlich Ungarn, Tschechisch, Slowakisch, Polnisch, aber auch Arabisch. Also wir haben aus Ägypten auch seit langer Zeit Einwanderung. Das sind aber dann einige Tausend. Also das sind nicht mehr so große Zahlen wie bei den Anwerbegruppen. Was ist Mehrsprachigkeit und was ist sie nicht? Es ist in dem Verlauf der letzten 40 Jahre in der Sprachwissenschaft, in der Forschung, die sich damit beschäftigt hat und dann auch im Schulsystem, hat ein Wandel stattgefunden. Es war für lange Zeit so, dass man Mehrsprachigkeit verstanden hat als die mehr oder weniger perfekte Kompetenz in zwei oder mehr Sprachen. Also man hat sich da vorgestellt, das Ideal wäre, dass man möglichst perfekt in mehr als einer Sprache spricht und dann ist man mehrsprachig. Der Wandel und die Einsicht in die Realität von Sprachentwicklung, von Sprachgebrauch, Sprachkompetenz ist, dass man nie in allen Registern, also in allen Bereichen, die eine Sprache hat, sei es vom Vokabular, von der Struktur der Sprache, gleich gut ist und die gleich ausgebaut hat. Es gibt sehr wenige Menschen, die in mehreren Sprachen ein sehr hohes Niveau in allen möglichen Registern hat, in allen möglichen Feldern des Vokabulars und so weiter. Das heißt, es ist jeweils unterschiedlich ausgeprägt, die jeweilige Sprache, je nachdem, wo man es verwendet, wo sie sozusagen gefüttert wird vom Vokabular, von den Strukturen, vom Unterricht natürlich. Mehrsprachigkeit ist demgemäß die Fähigkeit, mehr als eine Sprache in unterschiedlichen Registern zu verwenden und nicht perfekte Einsprachigkeit. Die kompetente Mehrsprachigkeit im jetzigen Verständnis der Sprachwissenschaftler inkludiert den Sprachwechsel nach Redesituation. Also es wird nicht mehr von Halbsprachigkeit gesprochen, wenn wir bemerken, dass Schülerinnen sozusagen in ihren Gesprächen die Sprache wechseln, sondern das wird, wenn es angemessen sozusagen stattfindet, als eine kompetente Verwendung der Sprachen, die einem zur Verfügung stehen, verstanden. Je nach Gesprächsthema, Gesprächspartnerin wechselt man eben die Sprache. Da möchte ich dann auch in diesem Zusammenhang etwas einflechten, was meine Vorredner auch schon erwähnt haben. Es ist eben nicht so, dass Mehrsprachigkeit automatisch und auch im österreichischen Schulsystem nicht die Haupterklärung zu einem Risiko im Lesenlernen zum Beispiel führt, weil, also wenn wir eben die Statistik anschauen, die Mehrheit der österreichischen Risikoschülerinnen ist einsprachig. Das heißt, man kann, auch wenn man zu Hause immer nur Deutsch gehört hat, Deutsch verwendet hat, sozusagen eine schwache Leserin sein und auch die Deutschkompetenz schwach ausgeprägt haben, weil das ja auf das Vokabular, auf diese ganze Zufuhr, die man bekommt und Anregung aus dem Elternhaus und aus dem Umfeld damit sehr stark zusammenhängt und nicht unbedingt mit dem, dass mehrere Sprachen zu Hause gesprochen werden. Es wird unterschieden zwischen den Basic Interpersonal Communication Skills, also das ist das, was man für die grundlegende zwischenmenschliche Kommunikationsfähigkeit braucht. Und Sie werden sehen, im Kindergarten, im Spielplatz sind sehr viele mehrsprachige Kinder, die sehr gut ihre unterschiedlichen Sprachen verwenden können für das, was sie da brauchen, nämlich das Spielen mit den anderen Kindern reden und so weiter. Dass man Deutsch als Zweitsprache auch je nach Talent und Ausgangssituation in 1 bis 3 Jahren auf diesem Level erreichen kann, ist sozusagen etabliertes Wissen. Was weniger gut etabliert ist, ist das, dass man für eine
anspruchsvolle Sprache, für die sogenannte Bildungssprache, mit der man dann komplexe Sachverhalte ausdrücken kann und sich erarbeiten kann, also das, was man Cognitive Academic Language Proficiency nennt, braucht man eben viel länger und viel mehr Input, viel mehr Förderung, Unterstützung, um das auf diesem hohen Niveau zu entwickeln, wie man es etwa auf der Sekundarstufe 2, etwa in höheren Schulen braucht. Da geht man davon aus, dass man 5 bis 7 Jahre zielgerichtete Förderung braucht. Das ist sehr wichtig, die Unterscheidung, um die Beurteilung der Schulleistungen und der voraussichtlichen Schulleistungen um nicht zu vermischen, was sprachliche und was kognitive Fähigkeiten sind. Das war lange Zeit halt so, gerade bei der Zuweisung zur Sonderschule, dass da sehr viel sozusagen Schlampigkeit auch regiert hat und sehr hohe Zuweisungsraten waren. Also die ersten Berichte von den 1970er Jahren war, dass die Hälfte der Kinder, der Gastarbeiter, der angeworbenen Arbeitskräfte in Sonderschulen gekommen ist. Das ist natürlich ein Wahnsinn gewesen und das hing eben damit zusammen, dass Lehrerinnen auch die Kompetenz nicht hatten, zu unterscheiden und da systematisch vorzugehen. Aber es kann man sicherlich bis heute auch sagen, dass es auch mit anderen Faktoren zusammenhängt. Etwas, was zum Beispiel institutionelle Diskriminierung genannt wird, nämlich, dass man, wenn man Sonderschulstandorte hat, die nicht befüllen kann, dann Kinder, die zum Beispiel im Deutschen noch Lernschwierigkeiten haben und noch nicht so weit entwickelt sind, dann eher dorthin zuweist, um auch diese Standorte erhalten zu können oder die Klassen voll zu kriegen. Also es gibt da unterschiedliche Erklärungen und auch unterschiedliche Mechanismen. Jetzt nochmal grafisch dargestellt, wenn ich da eine Person habe, die etwa aus Bulgarien kommt oder deren Eltern aus Bulgarien kommt und das frühere Modell eben vorgesehen hat, dass man bei einer mehrsprachigen Person Bulgarisch, Deutsch und Englisch perfekt in allen Registern oder zumindest Bulgarisch und Deutsch kann, so sieht man das heute anders. Man weiß, dass wenn diese Person zu Hause vor allem Bulgarisch spricht und in der Schule nicht gefördert worden ist in Bulgarisch, das Vokabular und die sprachlichen Fähigkeiten eher sich auf persönliche Beziehungen, auf Emotionalität, auf Körper, Intimität und so weiter beziehen. Das ist eben das, wo die Sprache verwendet wird und genährt wird in diesen Bereichen. Und dann, wenn man aber will, dass eine kompetente Mehrsprachigkeit auf höherem Niveau entwickelt wird, man dann auch diese Academic Language Proficiency in der Schule eigens fördern muss. Man versteht auch, dass wenn jetzt ein Kind Deutsch als Zweitsprache lernt und sich besonders für Sport und Musik in Österreich auch interessiert, es da ein besonderes Fachvokabular entwickeln wird oder ein Fußballfan vielleicht von Barcelona, von dem Fußballclub dann anfängt, wenn er Spanisch in der Schule hat, viel spanische Fußballberichterstattung zu lesen, heißt, dass er da besonders kompetent wird, heißt nicht automatisch, dass er in den anderen Registern kompetent wird. Also um diesen differenzierten Blick zu haben, ist es wichtig, von dieser Vorstellung abzugehen. Es ist erst dann perfekt oder gut, wenn in allen möglichen Registern alles ganz stark ausgeprägt ist. Das Ganze hat auch einen politischen Rahmen, also diese Mehrsprachigkeit. Hier sind die Dokumente aufgeführt, die Österreich ratifiziert hat, die sich auf Mehrsprachigkeit beziehen. Die stehen sehr stark im Zusammenhang mit der Europäischen Union. Da haben wir also zahlreiche Dokumente unterschrieben, wo es darum geht, dass Österreich Mehrsprachigkeit fördert, dass das ein wichtiges Bildungsziel ist und dass Österreich eben alles unternehmen wird, auch im Schulwesen, um diesem Ziel näher zu kommen. Genauso gibt es diese Unterzeichnungen mit Dokumenten des Europarats, der schon viel früher angefangen hat, das sozusagen versucht hat zu verankern. Eine Trilingualität ist da sozusagen als Modell, nämlich dass man eine Familiensprache hat, eine Lingua Franca, das wäre bei uns im europäischen Raum jetzt auch Englisch, und eine Nachbarschaftssprache kann. Nachbarschaftssprache heißt entweder von einem benachbarten Land oder auch von der unmittelbaren Nachbarschaft, wenn wir daran denken, dass wir in den größeren Städten an die Hälfte der Schülerinnen und Kindergarten
Migranten Kinder haben, die außer Deutsch noch eine andere Sprache sprechen, so ist das natürlich das ideale Lernfeld für einsprachige Kinder, um schon im Kindergarten eine zweite Sprache zu erlernen. Und das kann eben dann Türkisch, Ungarisch, Kroatisch, Slowenisch, Tschechisch oder eben diese besonders häufigen Sprachen sein. Für ein Kind, das eben schon eine andere Familiensprache mitspricht und mitbringt in die Schule und im Kindergarten, dass es schon mehrsprachig ist, hat man die Ressource als Schulsystem, auch diese Mehrsprachigkeit zu nutzen und zu entwickeln und weiterzuentwickeln. Die Alltags- versus Schulbildungssprache, wie ich erwähnt habe, die haben unterschiedliche Merkmale. Die Alltagssprache ist eben kontextabhängig, hat sehr viele implizite Bezüge, ist assoziativ, emotionsgebunden, hat eben in der Wortwahl, in den syntaktischen Strukturen, stilistischen Mustern ein anderes Profil als die Bildungssprache. Wenn wir heute von Sprachförderung sprechen, im Kindergarten, in der Volksschule, am Übergang von Kindergarten zu Volksschule, wo ja jetzt auch ein politischer Schwerpunkt ist von den Maßnahmen, dann geht es genau darum, die Bildungssprache sozusagen zu verankern, und das betrifft Kinder, die aus einsprachigen Familien kommen und wo eben das Bildungssprachliche, die bildungssprachlichen Merkmale nicht vorhanden sind, also die eben, wo die Eltern eine Distanz haben zur Schriftlichkeit, und die Bildungssprache hat ja sehr viele Merkmale der geschriebenen Sprache, dann ist die Sprachförderung für diese einsprachigen Kinder genauso wichtig wie für die mehrsprachigen Kinder, die nicht aus Familien kommen, wo Bildungssprache gepflegt wird. Bildungssprache wird ja genauso in anderen Sprachen als Deutsch gepflegt. Also wenn wir die Elite-Migranten, die in Linz auch, ich denke jetzt an die Industrie, wir haben ja da auch Standorte, wo Englisch die Betriebssprache ist, wo die Kinder zum Teil auch in die englischsprachige Schule gehen oder so, da wird zu Hause natürlich, wenn das hoch ausgebildete Eltern sind, Bildungssprache gesprochen. Nicht Deutsch, aber eine andere Sprache, eben woher die Eltern kommen. Also es heißt nicht, dass wenn nicht Deutsch zu Hause gesprochen wird, nicht Bildungssprache gesprochen wird und vice versa. Jetzt zurück zu den Daten. Was uns interessiert, ist der ganze Bildungsverlauf. Die Sprachentwicklung findet ja nicht zu einem Zeitpunkt statt, sondern findet sozusagen von der Schwangerschaft angefangen, Geburt angefangen, bis zur tertiären Bildung statt, die Entwicklung der Mehrsprachigkeit. Und der Kindergarten ist oft der Erstkontakt für die Kinder mit dieser neuen Sprache. Es hat uns interessiert, was 15-Jährige, weil eben da die PISA-Testung ist und weil wir da viele gute Daten haben, was 15-Jährige sagen, woran sie sich erinnern im Kindergarten. Und da gab es diese Frage, im Kindergarten gab es viele Bücher, in denen wir blättern und lesen durften. Und wir haben das ausgewertet, je nachdem, was die Jugendlichen angegeben haben, was sie zu Hause sprechen. Also die Deutsch oder österreichisch zu Hause sprechen, die türkisch, bosnisch, kroatisch, serbisch oder andere Sprachen sprechen. Und wir haben gesehen, dass da ein sehr großer Unterschied ist. Und also wenn Sie da die rote Säule anschauen, das sind die Kinder, die Jugendlichen, die angeben, zu Hause türkisch zu sprechen. Unter der Hälfte dieser Kinder, der befragten Kinder, gab an, dass es im Kindergarten viele Bücher gab, in denen sie blättern und lesen durften. Jetzt haben wir dabei auch nach sozioökonomischem Hintergrund kontrolliert. Also wenn man annimmt, dass diese Kinder dasselbe Profil, sozioökonomische Profil zu Hause hätten als die Einheimischen, die nur Deutsch sprechen, so verschwindet der Unterschied für die bosnisch-kroatisch-serbisch sprechenden Kinder und auch für die, die andere Sprachen sprechen, aber nicht für die türkischsprachigen Kinder. Und das können wir jetzt mit den Daten noch nicht erklären, aber das soll auch ein Anstoß sein, weiter zu überlegen, was findet im Kindergarten statt, welche Qualität ist da. Es wird nämlich oft auch im öffentlichen Diskurs nur von der Teilnahme am Kindergarten gesprochen, also sie müssen in den Kindergarten gehen. Was passiert aber dann im Kindergarten? Wie ist dort die Förderung? Ist das in allen Kindergärten gleich gut? Sind die Kindergärtnerinnen geschult, entsprechend um zu fördern und damit konstruktiv umzugehen? Das sind lauter Fragen, die sich etwa aus dieser Analyse ergeben haben. Jetzt muss ich bitten, meinen Kollegen meine Zeit zu kontrollieren, also dass ich nicht überziehe.
die Verteilung der mehrsprachigen Schülerinnen in der Volksschule, beziehungsweise da ist auch Sonderschule, erste bis vierte Klasse inkludiert, auf die Bundesländer, wird oft als starker Kontrast präsentiert. Da wird Wien präsentiert, 53% an mehrsprachigen Kindern, also mehr als die Hälfte, und dann die Bundesländer. Und bei den Bundesländern geht es dann 20%, 16% und so weiter geht es runter. Und dann entsteht so ein Bild, als hätte man sozusagen Wien und den Rest von Österreich. Tatsächlich ist es aber so, dass der wesentliche Unterschied nach den Gemeindegrößeklassen ist, das heißt nach der Zahl der Einwohnerinnen. Also wenn ich eine größere Stadt habe, sagen wir Linz, Sie sehen hier Oberösterreich in der Mitte, so haben wir in der Volksschule, das war 2010, 47% an mehrsprachigen Kindern. Also ich hätte Sie wahrscheinlich vorher raten lassen sollen, was Sie glauben, wie hoch der Anteil ist in den Linzer Volksschulen. Es ist eben so gut wie jedes zweite Kind, das zu Hause nicht nur Deutsch spricht. Das heißt, der Unterricht in einer Linzer Volksschule muss davon ausgehen, dass es sich um eine mehrsprachige Klasse handelt und dass man eben die Didaktik und alles so aufbaut, dass jeder Lehrer und jede Lehrerin weiß, dass sie hier Schülerinnen unterrichtet, die zu einem Teil zu Hause wenig oder kein Deutsch sprechen, aber jedenfalls ein Deutsch, das oft nicht in der Form, in den Merkmalen der Bildungssprache, wie wir sie dann für höhere Bildung auch insbesondere brauchen, ausgeprägt ist. Also es ist ganz wichtig, dass wir bei diesem Österreich-Bild und diesem Bundesländervergleichen immer wissen, in den Städten ist das Bild, also von ein Drittel bis zur Hälfte der Schülerinnen ist mehrsprachig und die Anteile sind steigend, also das heißt, das wird höher, diese Anteile werden höher. Burgenland ist da heute das Bundesland mit dem niedrigsten Anteil, mit 14%. Aber ansonsten ist es in den Dörfern halt um die 5-10%, aber ansonsten in den Städten geht es dann eben sehr stark rauf. Hier sehen Sie die Anteile von Klassen, je nachdem, wie die Klassen nach einsprachig und mehrsprachigen Schülerinnen zusammengesetzt sind. Sie sehen, dass nur mehr 24% der Klassen nur deutschsprachige Schülerinnen hat. Also wenn ich mir den ganzen Bereich des Pflichtschulalters anschaue, die Volksschule, die Hauptschule, NMS, die AHS-Unterstufe, da differieren diese Anteile etwas und das war eben aus dem Jahr 2010. Jetzt Hauptschule und NMS ist natürlich ein sich stark verändernder stark veränderndes Bild, aber wenn Sie Volksschule zum Beispiel anschauen, 25% ist, heißt über ganz Österreich gerechnet, sind 3/4 der Klassen mehrsprachig. Davon ist der größte Teil, nämlich 38%, hat entweder ein Kind oder bis zu ein Viertel der Kinder, die mehrsprachig sind, dann 19% haben ein Viertel bis die Hälfte der Kinder, die mehrsprachig sind, 10% die Hälfte bis 3/4 und 8% 3/4 und darüber bis zu 100%. In manchen Klassen, besonders in der Handelsschule, haben wir jetzt im Bundesdurchschnitt 49%, das heißt, das ist ein Durchschnittswert, das heißt, wir haben etliche Klassen, besonders in Wien, die haben 100%. Da sehen Sie die Entwicklung über ein Jahrzehnt an mehrsprachigen Schülerinnen in unterschiedlichen Schultypen. Ganz unten der gelbe Graph ist die AHS-Unterstufe, also der niedrigste Anteil, der aber genauso steigt wie die anderen Schultypen. Ganz oben die Sonderschule, der grüne Graph und dazwischen eben Hauptschule, Polytechnische Schule und Volksschule. Sie sehen über Österreich hinweg im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts hat die AHS-Unterstufe bei 8% begonnen und ist jetzt bei 15%. Die Sonderschule hat zwischen 20% und 25% gehabt und ist jetzt rauf auf 27-28%. Ähnlich schaut das Bild in Wien aus, nur auf einem höheren Niveau. Sind wir jetzt zurzeit also über 30% in der AHS-Unterstufe und in den Hauptschulen also über 60% der Schülerinnen, die mehrsprachig sind. Hier eine Darstellung. Ich probiere es jetzt da mit dem roten Ding. Na? Sieht man? Ah ja, genau.
Also wenn Sie hier schauen, die Schülerinnen, die angeben, dass sie zu Hause eine Sprache aus osteuropäischen Ländern, also Polnisch, Tschechisch, Slowakisch, Ungarisch sprechen, diese Sprache, dann sehen Sie bei diesem Wert 1,53 und 1,47, dass diese Gruppe überrepräsentiert ist in der AHS. Das zeige ich deshalb, das war aus dem Bildungsbericht 2009, diese Darstellung, um klarzumachen, dass wenn man zu Hause eine andere Sprache spricht als Deutsch, das nicht automatisch heißt, dass man weniger Wahrscheinlichkeit hat, in der AHS zu kommen oder weniger gut sein muss. Das hängt mit anderen Faktoren sehr stark zusammen, wie eben die Kollegen vor mir gezeigt haben, sehr stark mit dem sozioökonomischen Hintergrund, mit der Bildung der Eltern, auch in dem Fall bei den osteuropäischen Ländern einer starken Vertrautheit mit dem österreichischen Schulsystem, eine ähnliche Struktur, wo man sich auskennt, wo man weiß, worum es geht, wenn man bestimmte Schulformen wählt und wo man auch besonders viele Facharbeiter und Facharbeiterinnen haben als Einwanderinnen, die ganz klare Bildungsorientierung für ihre Kinder auf die Matura hin haben als Aufstiegsszenario. Hier sehen Sie die Sekundarstufe 2, da ist nämlich der Unterschied in den Anteilen der mehrsprachigen Schülerinnen am allergrößten. Also Sie sehen, dass je weiter es raufgeht, desto stärker diversifiziert sich das Bild. Wie schon gesagt, die Handelsschule ist in nur 4 Jahren von 2006 auf 2010 um 12% gewachsen, also im Anteil der mehrsprachigen Schülerinnen. 37% war es 2006 der Anteil, 49% 2010. Also es steigt sehr. Das hängt nicht zuletzt damit zusammen, dass wir ja im öffentlichen Diskurs die starke Bildungsorientierung vermitteln und vermitteln wollen. Das heißt, man soll eben nach Ende der Pflichtschule irgendwas machen. Also das werden Sie auch mitbekommen haben, dass ja das ein ganz starker Aufruf gerade an die Familien mit Migrationshintergrund ist, ihr müsst eure Kinder in die Schule schicken. So, das ist leicht gesagt, was tut man dann? Die viele Jugendliche möchten gern eine Lehre machen, sind ja zu einem größeren Teil Familien, die selbst aus dem Arbeiterbereich kommen und daher für ihre Kinder als Aufstiegsszenario den Facharbeiter, Facharbeiterin Abschluss sehen. Nur, wie Sie sehen, die Berufsschule ganz oben wächst ganz langsam im Anteil, hat einen sehr niedrigen Anteil mit 9% an mehrsprachigen Schülerinnen. Da haben wir eben das Nadelöhr der aufnehmenden Personalisten. Also man kommt ja nur in die Berufsschule, wenn man einen in einem Betrieb einen Lehrplatz bekommen hat. Und insofern ist das ein großes Desiderat, da zusammenzuarbeiten und das Bewusstsein dafür zu schärfen, dass also die Selektionsvorgänge, die oft intuitiv sind, mit der Risikoabwägung, dass also Lehrherren sich bewusst werden, was da für Diskriminierungseffekte dann entstehen daraus. Jetzt ganz kurz noch zum Thema der Kindergärtnerinnenausbildung, BAKI, BASOB, auch Sozialarbeiter ganz unten. Sie sehen, da sind wir bei 3-4%. Das ist ein extrem niedriger Anteil. Das ist unverständlich niedrig. Man sollte doch einiges unternehmen, um da ganz gezielt anzuwerben, Bewusstsein zu schaffen. Wir brauchen die kompetenten, gut ausgebildeten, mehrsprachigen Leute, gerade auch im Kindergarten, natürlich auch in allen anderen Schultypen. Wenn Sie sehen, etwa in der Hack sind 24% der Schülerinnen 2010 mehrsprachig gewesen, in der BAKI 4%. Also das kann schwerlich mit dem Anforderungsprofil der Schultype zusammenhängen. Ich habe jetzt nur mehr wenig Zeit und will ganz kurz auf die Leistungsunterschiede eingehen, wie wir sie bei den 15-Jährigen sehen. Da möchte ich vorweg noch erwähnen, dass wir im internationalen Vergleich keinen eindeutigen Zusammenhang zwischen Anteil der Schülerinnen mit Migrationshintergrund, also dem
Prozentanteilen sehen und den Leistungen, die im Lesen erbracht werden. Wenn Sie da ganz links Kanada, Neuseeland, Australien, Niederlande sehen, also Niederlande, da fällt es stark ab, aber die ersten drei Einwanderungsländer, so sehen Sie, dass die vergleichsweise hohe Anteile haben und Schülerinnen mit Migrationshintergrund 25%, 23%, aber zu den leistungsstärksten Ländern im Lesen gehören. Österreich war 2009 am unteren Ende. Jedenfalls auch, wenn sich das hoffentlich verändert, was wir ja wirklich hoffen, dass also da Verbesserung eintritt, so hängt es auf jeden Fall nicht mit dem Anteil der Schülerinnen mit Migrationshintergrund zusammen, weil wir haben da um 10% weniger als etwa Kanada. Wir haben 15%, sie haben 25%. Und bei uns sind 5% der Schülerinnen selbst eingewandert, in Kanada 11%. Also dieser einfache Zusammenhang stimmt nicht. Die Differenzunterschiede sind bei uns zum Teil sehr groß. Ja, das sind Durchschnittswerte. Hier sehen Sie 98 Punkte Unterschied in der Lesekompetenz zwischen den Schülerinnen, die mindestens einen Elternteil haben, der in Österreich geboren ist, und jenen, die selbst zugewandert sind. Noch immer einen sehr hohen Punkteunterschied in der zweiten Generation bis 2009. Ich mache jetzt sehr schnell und möchte darauf eingehen, dass man natürlich immer den sozioökonomischen Hintergrund der Familien, die da einwandern, berücksichtigen muss, um zu verstehen, was ist der Unterschied. Wenn wir eben statistisch das gleichsetzen, dann, wenn man etwa in Österreich das Profil der Eltern, der Schülerinnen mit Migrationshintergrund, dem sozioökonomischen Profil der Einheimischen angleichen, dann sinkt diese Leistungsdifferenz um ein Drittel, von 68 Punkte auf 45 Punkte. Interessant ist allerdings, dass da, wenn wir uns Kanada, Neuseeland, Australien anschauen, ohnehin nur sehr geringe Leistungsunterschiede sind. Sie sehen da mit 7 Punkten, 13 Punkten. In Australien sind die Zugewanderten besser als die Einheimischen. Die haben einfach auch ein bisschen ein besseres sozioökonomisches Profil, allerdings nicht sehr stark, wie man da sieht. Also es ist nicht notgedrungen so, dass der hohe Anteil oder auch der sozioökonomische Hintergrund schon zusammenhängt, aber jedenfalls es keine sehr einfachen Erklärungen da gibt. Ich muss jetzt zur letzten Folie gehen und etwas sehr Interessantes, sage ich noch, das ist die vorletzte Folie, nämlich wir haben uns in einem Forschungsprojekt, wo 8 Länder zusammengearbeitet haben, die höchsten Abschlüsse der Kinder von türkischen Eltern angeschaut, die selbst in dem Land schon geboren wurden. Also das sind Kinder, die in Österreich geboren wurden, zum Beispiel in Linz und Wien, deren Eltern aus der Türkei eingewandert sind. Und wir haben uns angeschaut, welchen höchsten Abschluss haben sie bekommen. Das haben wir auch in den angeführten anderen Ländern gemacht und haben aber dann auch schon differenziert zwischen türkischen Eltern, die selbst einen hohen Abschluss haben und jenen, die selbst einen niedrigen oder vielleicht auch keine Schulbildung haben. Und was uns da besonders interessiert hat, war, welchen Unterschied macht es, wenn man die Länder vergleicht, und zweitens, welchen Unterschied macht es in den Ländern, wenn ich mir anschaue, ein Kind mit türkischen Eltern, die einen hohen Bildungsabschluss haben, und mit türkischen Eltern, die einen niedrigen Bildungsabschluss haben. Es ist nämlich so, dass in manchen Ländern dieser Unterschied sehr groß ist, also was können Kinder erreichen von türkischen Eltern, und in anderen Ländern eben nicht sehr groß ist. Die deutschsprachigen Länder sind da besonders aufgefallen, aber insbesondere Deutschland und auch Österreich. Die Schweiz hat in mancher Hinsicht bessere Ergebnisse, besonders bei den frühen Schulabgängern. Aber jedenfalls sieht man eins, man sieht, dass der Bildungsabschluss der Eltern, auch wenn sie aus der Türkei kommen, in deutschsprachigen Ländern sehr großen Einfluss auf den Bildungserfolg haben. In Paris, wenn Sie als Beispiel da oben schauen, da haben 68% der türkischen zweiten Generation mit hoch ausgebildeten Eltern sind in den tertiären Sektor eingegangen, und 51%, also mehr als die Hälfte
der Kinder, der Familien, die einen niedrigen Bildungsabschluss aus der Türkei haben oder vielleicht keinen, ja, weil es gibt auch Analphabetinnen, haben sie in den tertiären Sektor geschafft. Also das ist natürlich sehr beeindruckend für uns gewesen. Ganz interessant, dass es in Straßburg anders ausschaut. Straßburg, eine Industriestadt in der Nähe von Deutschland, schon irgendwie deutsche Charakteristika. Da ist das Bild ein bisschen negativ oder deutlich negativer mit 41% und 24%. Was ich Ihnen aber jetzt zeigen muss, auch noch Linz, Wien, Frankfurt, Berlin und auch die holländischen Städte haben einen sehr großen Unterschied bei denen, die nur Pflichtschule oder weniger erreichen, je nachdem, welchen Bildungshintergrund ihre Eltern aus der Türkei haben. Das, was uns am meisten beeindruckt hat, aber jetzt als Schlusspunkt quasi, ist, dass in Stockholm dieser Unterschied minimal ist. Also der Anteil der türkischen zweiten Generation, die ins tertiäre, in den tertiären Sektor reinkommt, ist beinahe gleich, egal ob diese Eltern eine Universität abgeschlossen haben oder aus Anatolien kommen und nichts mitgebracht haben, jetzt was Schriftlichkeit betrifft oder so. Es sind zwischen 37% und 39% in Stockholm und das hat uns sehr beeindruckt. Jetzt muss ich leider ganz positive Folien skippen, die um Motivation und Freude gehen der Kinder mit Migrationshintergrund, die da sehr hohe Werte zeigen. Und abschließend Handlungsoptionen, einige Sachen habe ich eh schon gesagt, der Kindergarten, also da geht es nicht nur um Quantität, also wie lange nehmen sie teil, sondern vor allem auch um Qualität, was wird im Kindergarten gemacht, wie sind die Kindergärtnerinnen ausgebildet und so weiter. Es geht um durchgängige Sprachförderung, also um eine Förderung, die in der Biografie der Kinder und Jugendlichen und Institutionen übergreifend kontinuierlich passiert. Und wo die Institutionen aufeinander abgestimmt sind. Es wird ja jetzt in Oberösterreich auch gerade für diesen Bereich Kindergarten, Volksschule, diesen Übertrittsbereich, da einiges entwickelt, damit es da eine Kontinuität gibt. Es betrifft natürlich sehr stark die Aus- und Weiterbildung der Lehrerin, dass da Kompetenz vermittelt wird, dass das verpflichtend ist, dass das alle haben, nicht nur sozusagen delegiert wird an eine Person in der Schule, die eh kompetent ist in dem Bereich und alle anderen kennen sie nicht recht aus. Also das kann natürlich nicht funktionieren. Die Elternarbeit und auch die Zusammenarbeit mit ethnischen Communities, wo wir aus dem Ausland sehr viele gute Beispiele sehen und dann die strukturellen Änderungen in Richtung Ganztagsschule, wenn ich zu Hause keine Unterstützung kriegen kann, weil die Eltern das nicht lesen können und sie nicht auskennen mit den ganzen, ist es natürlich sehr viel wahrscheinlicher, dass ich meine Talente entwickeln kann, wenn ich eine entsprechende Förderung und die ganzen schulbezogenen Leistungen in einem betreuten Umfeld machen kann und möglichst späte Trennung in voraussichtliche Leistungsfähigkeit, so wie es bei uns eben schon mit dem 9. Lebensjahr und in den anderen Ländern aber erst mit dem 14., 15., 16. Lebensjahr passiert. Jetzt mache ich Schluss, entschuldige mich für die Überziehung der Zeit. Jetzt noch eine kurze Diskussion und dann gehen wir in die Pause. Danke.